Hallo, liebe Freunde von Norden bis Süden, von Osten bis Westen, von 1 bis 100, von A bis Z. Ich weiß nicht, wie hat Hallo Spencer das immer noch gemacht? Salut et bienvenue, remastered. Ich glaube, da hast du dir jetzt was anderes überlegt als ich, aber macht gar nichts. Ja. Wir haben zuletzt die Menschen und die Trilarianer kennengelernt. Ich kann dir vielleicht ganz kurz was dazu erzählen. Die Trilarianer sind Wasserwesen, die, deren Heimatplanet ozeanisch ist und die deswegen alle Planeten irgendwie als terranisch behandeln. Das heißt, die können auch Landwirtschaft betreiben, wo wir das nicht können und sowieso. Okay, und sie sind immer sehr willig, dann irgendwelche Verträge zu schließen. Die können allerdings auch ziemlich anders, also die können auch ziemlich aggressiv werden. Ja, ich habe aber jetzt mal mit denen angefangen. Ich denke mir mal, solange man sie noch melken kann, sollte ich zum Boah, scheiße, ja, minus 10 haben beide. Ich mache jetzt gerade Minus, aber egal. Ja, das macht gar nichts. Also das ändert sich auch gleich wieder. Da bist du wieder falsch. Ja, mit den Menschen wollte ich nochmal kurz... Genau, die Menschen sind im Prinzip nicht groß erwähnenswert. Sie haben ein Diplomatie-Plus. Das war noch vor Donald Trumps Zeiten. Können wir hier auch nochmal einen machen, oder? Ja, genau. Also ruhig alles versuchen, immer, was geht. Guck mal, er will sogar. Ja, wunderbar. Was können... Nicht Todessporn gut? Nee, das ist eine biologische Waffe und keine Sau will mehr mit dir reden, wenn du die einsetzt und so. Insofern, nö. Ja, das ist das Problem, dass wir jetzt eben so eine etwas fortschrittlichere Technologie wie Terraformung haben, dass jetzt alle Leute immer von uns Terraformung haben wollen, aber... Ja. Gut, dann forschen wir eben alleine weiter. Ich turne mal weiter und hoffe, dass mein Kolonieschiff... Ach fuck, wie lange wird es jetzt noch dauern? 12 oder so? 12 Spielzüge noch. Ja. Ah, genau. Jetzt ist das erste Mal diese Siegmöglichkeit, die hier uns geboten wird. Nämlich immer die zwei größten Zivilisationen, die es gibt, die stehen zur Wahl zur... Ja, Anführerschaft des Universums oder der Galaxie. Wir sind leider nicht dabei, wie wir sehen, aber wir haben ein Stimmrecht. Und das hier ist eben der diplomatische Sieg, über den wir dann eben dieses Spiel gewinnen könnten. Ich stimme jetzt erstmal für meine Freunde, oder? Könntest du. Allerdings, wer hier eine Zweidrittelmehrheit holt, der gewinnt das Spiel. Der gewinnt das Spiel. Ist das eine offene Wahl? Das ist eine offene Wahl. Du siehst auch, wofür die anderen stimmen. Wie geht's denn jetzt hier weiter? Ah. Genau, einfach durchklicken. Genau, Alkari kriegen 3 Stimmen. Du siehst dann immer oben, wer dann gerade farbig ist und redet, von wem die Stimmen dann sind. Ach, ich sehe jetzt schon direkt, was passiert. Ach, je nachdem, wie groß man ist, hat man dann Stimmen. Genau, du hast nur 2, weil du nur 2 Systeme hast. Aber ich kann ja für ihn stimmen, weil dann werden ja die 15 vergeben sein. Wird schon nicht zustande kommen, also... Die 2-Drittel-Mehrheit. Okay, jetzt haben wir Terraformung da abgeschlossen. Mhm. Das ist aber echt ganz spannend hier. Du kannst auch sicher davon ausgehen, dass zwischen Bue und Zoktan, den beiden gelben Systemen, oder so, also jedenfalls irgendwo gibt es da ein Wurmloch, denn sonst würden die Trilarianer, glaube ich, nicht so weit fliegen können, dass sie in Zoktan da sich noch ausbreiten können. Wir allerdings wollen uns in möglichst dieser Folge in Maretta ausbreiten, richtig? Exakt. 11 Tage braucht das Ding noch. Ich könnte es jetzt sogar kaufen, aber das kann ich mir einfach nicht erlauben. Ist ein bisschen teuer. Zumal du im Moment ja noch Verlust machst pro Spielzug. Okay, dann springen wir mal weiter. Mhm. Ja, also... Oh, war das was aufgetaucht. Ja. Wohin fliegt der? Ach, der fliegt nur zu seiner eigenen Kolonie. Und wir haben unsere Kapseln gebaut. Was schon mal ganz gut ist. Gut. Jetzt sollten wir langsam mal gucken, was sich hier lohnen kann. Fusionsbombe. Ah, das ist aber eher Bombe, was gegen Krieg, gegen Planetenkrieg. Ja, Bomben werden gegen Planeten abgeworfen, genau. Okay, damit kann ich ja dann auch weiterfliegen. Aber vielleicht sollte ich eher hier jetzt gucken. Sind Bodentruppen? Ja, genau. Das ist eine Verteidigungsmaßnahme eben vom Planeten. Genauso wie die Jägergarnison. Da werden eben kleine Schiffchen dann losgeschossen. Und der Weltraumhafen bringt Geld. Ganz im Ernst. Ich will jetzt aber, glaube ich, langsam was... Massenkatapult. Das ist eine Waffe.
Die kann ich auch im Gefecht einsetzen? Oder ja, auch ja, genau. Okay, im Weltraumgefecht. Mhm. Das finde ich gar nicht so schlecht. Mhm. Dann baue ich das jetzt mal. Ich meine, auch Schutzschilde lohnen sich, aber da gibt es eben noch diverse andere Klassen. Die und ich habe ja schon meinen verstärkten Rumpf. Oh, was haben Kronos, wir da? Der uralte Abenteurer. 520. Pass auf. Der ist spannend. Ich erzähle es dir gerade mal. Mhm. Überlieferungs, warum auch immer das so heißt, bedeutet, dass er Kenntnisse über die gesamte Galaxie hat. Das heißt, du kannst dann die Planeten jetzt schon sehen, die auf der Karte da so sind. Und Dimensionsportal bringt er mir mit? Was ist das für eine Technologie? Dimensionsportal ist die Technologie, die du brauchst, um zu den Antaranern zu springen. Tatsächlich. Aber das ist ja, damit will ich ja nicht gewinnen. Ich will ja die anderen töten. Ja, allerdings Dimensionsportal ist eine Geschichte, also ich würde sagen, das ist eine Technologie, die die anderen auch immer haben wollen. Ah, damit das heißt, kann ich du kannst sie gut eintauschen gegen irgendwelche ich kann Geschichten. Ich könnte ihn jetzt annehmen und ich meine die Kohle, ganz im Ernst, das Geld brauche ich ja im Moment eigentlich nur, wenn ich mir schneller was bauen möchte. Ja. Und ich habe ja gerade so viel Plus schon wieder, 23 kriege ich pro Runde. Oh ja. Das heißt, ich glaube, ich kann es mir erlauben. Weil du im Moment noch niemandem die Fresse einhauen willst. Ja. Ja, so einfach ist das. Okay, soll ich ihn mir also gönnen? Also, aber ich habe ja nur, ich kann ihn mir vielleicht erst holen, wenn ich das andere Planetensystem mir geholt habe. Du, er bleibt ja 30 Spielzüge genau. in der Reserve und wartet auf dich. Insofern könntest du jetzt auch erstmal Reject sagen und dann hinterher, dann müssen wir bloß dran denken, dass du ihn dann noch anheuerst. Ja, warum sollten wir das vergessen? So, das ist nur der Mensch, der Fick-Ex dankt. Wunderbar. Jetzt haben wir hier alles ausgebaut. Guck mal, da haben wir jetzt keinen Tundra-Planeten mehr, sondern einen Sumpfplaneten. Was schon besser ist, was die landwirtschaftliche Produktion betrifft. Kann ich nochmal Terraformen machen? Du kannst Terraformen, bis es ein terranischer Planet ist. Ich glaube, nach Sumpf ist es entweder schon terranisch. Dauert aber, 34 Runden gefällt mir nicht. Vielleicht sollte ich jetzt, also warte, jetzt muss ich erstmal gucken. Wie viel Bevölkerung habe ich jetzt hier? Jetzt, das steht links, da hättest du möglicherweise 8. Also soll ich jetzt vielleicht erstmal Wohnungen bauen? Ja, oder ein Klonzentrum. Ach so, damit kann ich ja, wenn ich das Klonzentrum habe, brauche ich nie wieder Wohnungen auf dem Ding bauen. Jein, also gut, beides führt eben dazu, dass die Bevölkerungszahl wächst, aber das Klonzentrum ist da effizienter. Gut, dann Weltraumakademie, also wenn ich eine habe auf einem Planeten, dann kann ich da, was bringt mir das auf dem Planeten selbst? Die Schiffe, die dort dann eben gebaut werden, die sind dann gleich besser. Auf einer höheren Erfahrungsstufe. Allerdings, um überhaupt hier Schiffe bauen zu können, brauchst du eine Sternbasis, insofern, oder etwas größere Schiffe. Ach, die baut man ja sogar recht zügig, sehe ich gerade. Ich dachte, das würde mega lang dauern. Ja, gut, es gibt auch noch 2 Updates dann zur Sternenbasis oder 3. Insofern, das ist noch die simpelste Methode. Die Raketenbasis, damit kann ich, ist die nur zur Verteidigung? Oder die kann ist planetar nur zur Verteidigung, genau. Da werden automatisch deine besten Raketen, die du entwickelt hast, reingeladen und ja. Soll ich die vielleicht einfach sicherheitshalber mal bauen? Als Sicherheitsmaßnahme kann das niemals schaden. Es im Moment hast du ja mit niemandem Krieg. Ja gut, es ist auf Remaster, das ist ja meine Außenstelle, aber gut, bis da wird noch keiner kommen. Also dann baue ich jetzt das Klonzentrum und baue die Akademie jetzt einfach mal hinterher. Oder ich mache Terraform. Ja, also kann nicht schaden. Wie gesagt, die maximale Bevölkerungszahl, die erhöht sich auch nur noch weiter dann. Jetzt schauen wir nochmal kurz hier nach. 6 Turns noch. Turns, ich habe die ganze Zeit überlegt. Tage sind es nicht, nein. Das würde auch keinen Sinn ergeben. Oh, spannend. Danlocks und Psylons, ja. Das ist ganz spannend. Aber gut, also letzten Endes, du hast ja schon eine kriegerische Maßnahme kennengelernt, dadurch, dass dein Praktikant auf den Knopf gedrückt hat. Ja. Im Moment tut man sich eben noch nicht so schrecklich viel. Allerdings, ne, mit fortschreitendem Spiel, da sind die Technologien eben besser. Ich mache schon echt viel Schmutz, ne? Ja, das ist schon eben ein Zehnerdreck, den du da in die Luft pustest. Ups. Aua. Hab mich wieder verklickt, wollte ich nicht. So. Ach fuck, ich dachte, ich brauche... Ja, zu wenig Nahrung jetzt. Ich dachte, ich hätte plus 1. Ach so, weil ich jetzt der terraformt habe, ist der jetzt ja einen mehr wert. Ja, ganz genau. Ja. Außerdem, die Anführer, die bringen dann ja auch immer noch Boni und sowas. Also ein landwirtschaftlicher Arbeiter, der kann dann eben schon ziemlich was reißen. Da hast du deinen Massenkatapult. Ist schon mal eine frühe, ganz nützliche Waffe in jedem Fall. Den Strahl, den kann ich mir fast bei jedem erhandeln, wenn ich mal möchte. Deswegen würde ich mir hier jetzt erstmal das Gewehr einfach... Ich habe immer das Gefühl, dass militärische Kenntnisse ein bisschen teurer sind im Tausch, weil die Leute das nicht so gerne hergeben. Ja gut, okay, ja. Aber, ja gut. Also hier, ich kann mal jetzt hier mal weitergehen. Und zwar würde ich mir jetzt vielleicht die Rakete holen, dann im nächsten Zug dieses... Den Atmosphärenerneuerer. Genau.
Und ja, dann würde ich mir, okay, dann habe ich zwar immer noch die Treibstoffzellen, aber egal. Es ist immer alles alternativ, ja. Und jetzt langsam, wie viel sind es jetzt noch? 2 Turns, ja komm. Oh Gott. Ich hoffe, dass der... Ja, ich hoffe auch. Yes. Da haben wir das Kolonieschiff. Direkt losschicken. Das ist es hier, ne? Ja, genau. 2 Spielzüge. Dann kann ich ja wieder turnen, ne? Ja, hier kannst du erstmal close, sonst bleibt das offen. Aber egal. Ach, schau mal einer an. Achso, Wohnungsbau wird einfach auch nur gemacht, bis die maximale Zahl erreicht, das ist klar. Boah, dann könntest du jetzt eben auch mal mit den Extras hier anfangen. Komm, bauen wir jetzt die beiden einfach mal schnell auf. Und da ist er. So, jetzt welchen holen wir uns? Groß und ergiebig. Und mittelgroß und auch ergiebig. Wüste. Wüste und ist unfruchtbar. Aber also, Wüste ist besser als unfruchtbar, ne? Wüste ist einfach schon einen Schritt näher dran am Terranischen, deswegen... Okay, dann lohnt sich das hier schon mehr, weil wir können ja hier durch Terraform auch die Bevölkerungsanzahl steigern. Ja, und dann, genau, genau. Wir können es ja den anderen ja auch noch holen. Da müssen wir ja nur einen Stützpunkt dann bauen, kein Schiff extra ganz holen. Ganz genau, ja. Okay. Dann machen wir das. Und du kannst wie immer das System benennen. Sieht das geil aus. Ah, 1996, ich sag's euch. Klicken. Ich hab Angst, okay. So, jetzt. Soll ich dein Mikro halten? Ja, ich hab noch nichts ausgedacht. Das muss ich echt gut überlegen. Oder ich halte die Shift-Taste damit. Was könnte ich jetzt bloß nehmen? In Erinnerung an ein YouTube-Monument. An eines der besten Videos auf YouTube. X-Faktor. Schwebebahn-Simulator. Ich glaube, der Name ist zu lang. Aber Schwebebahn geht, ja. Schwebebahn, ja. Dann ist es Schwebebahn. Willkommen auf Schwebebahn. Wer es noch nicht gesehen hat, dringend einschalten. Schwebebahn 1. Wunderbar. Das ist dann die Linie 1, ne? Ja, ich würde den Farmer mal direkt in die Produktion setzen, weil da sonst können sich immer noch deine Frachter drum kümmern. Gut, also was machen wir? Erstmal will ich jetzt hier die Kaserne haben, dann die Farm. Dann baue ich die Fabrik, das Klonzentrum. Wobei, nee, ich baue erst das Klonzentrum, dann die Fabrik. Echt? Ja, ich will erst Leute haben. Ja, okay. Ja. Und dann können wir schon mal anfangen, das zu bauen, dann das. Ja, und dann machen wir das jetzt. Zumal du entwickelst ja auch zwischendurch noch andere Sachen, die dann unter Umständen noch diese Liste ein bisschen durcheinander bringen und so. Ich mache das Terraform nochmal weg und baue die Basis, weil das ist ja jetzt ein Planet, wo ich ja, wenn ich Pech habe, von den bösen Menschen angegriffen werde. Und auch hier würde ich übrigens das machen, was wir vorhin schon hatten, halt Siedler noch dahin verlegen, direkt. Und wir müssen jetzt den General uns kaufen. Mhm. Warum sollten unsere Terraformen zu erforschen? Ja, wie lästig, ne? Nee, dann, Aber es ist doch alles... Das ist alles Pille-Palle. Ihr könnt mich mal. So, jetzt, Ich finde das schön, wie unser Hauptplanet als einziger keinen Caps Lock hat. Ja, das habe ich echt versaut. jetzt wollen wir uns diesen, Leader holen. Der ist bei den Ship Officers. Achso, das ist ein Schiff Officer. Ja, genau. Achso, der würde eh nur auf ein Schiff kommen. Ja, ja. Achso. Ah, du wolltest warten, bis du die Kolonie hast. Ah, ja, ja, okay. Dann holen wir uns jetzt ihn. Ja, okay. Prima. Den würde ich jetzt nicht auf einen Speer abkommandieren, weil die 0, nix kaputt sind, die Dinger. Und dann würde er sonst sterben. Ja. So, jetzt hast du ihn angeheuert. Das heißt, seine Überlieferungskraft, die führt jetzt dazu, dass du, wenn du zur Sternkarte zurückkehrst, schon die Karte ausgefüllt hast. Was ein bisschen Spoiler ist, aber also ich finde es nicht schlimm. Oh, was für ein aufregendes System. Aber ich sehe jetzt nicht, wo da einer drauf wohnt, ne? Doch, siehst du doch. Ach, an den Farben, aber ich sehe jetzt nicht genau die Planeten irgendwie. Doch, wenn du richtig zielst. Ah ja, da ist es, okay, alles klar. du siehst auch, wenn du jetzt unten das Menü Planets öffnest. Die haben ein Wurmloch hier. Ja, genau, da kommt man dann innerhalb eines Spielzugs dann zum Ziel. Okay. Wenn du jetzt mal unten Planets öffnest, dann siehst du eben auch eine Gesamtliste der Planeten.
erstmal diejenigen, die in Reichweite sind, deiner jetzigen Treibstoffzellen. Und dann kannst du eben rechts noch auswählen, zum Beispiel, dass da jetzt keine Feinde sitzen sollen und sowas. Okay. Und da könntest du dann jetzt eben auswählen, welche Planeten denn auch noch geil zur Besiedlung wären. Okay. Ja gut, aber das ist jetzt ja... Ich erkläre es ja auch für unsere Zuschauer, die vielleicht geneigt sind, dieses über 20 Jahre alte Spiel mal zu spielen. Ja, das finde ich auch sehr nett von dir. Okay, ich werde jetzt auf Schwebebahn, fällt mir gerade ein, also das muss ich jetzt erstmal aufbauen. Ein Koloniestützpunkt. Genau, da muss ich jetzt aber ich habe da ja, glaube ich, gerade schon angefangen, mega viel Kram auf die Liste zu setzen. Und eigentlich müsste ich ja diesen Stützpunkt erstmal bauen, ne? Ja. Wo ist das Scheißding denn? Oben rechts ist das. Ach ja, das ist ja so ein eigenes. Genau. Dann nehme ich jetzt diese Raketenbasis nochmal kurz raus. Ja, würde ich und auch. Und schiebe den mal sogar ganz nach oben, glaube ich. Echt? Oder? Ach, der also dauert so lange. Oh nein. Haben sie noch fast gar keine Produktionsfähigkeit. Ja, ich habe das nicht gesehen, dass das so mega lassend. Ja. Naja, ja. Fertigungszeit 101, das ist echt ein bisschen. Ja, hängt einfach mit der kleinen Bevölkerung zusammen. Aber wie gesagt, du kannst da ja auch dann noch Siedler von anderen Planeten hin verschieben. Guck mal, das Schiff ist schon mal gar nicht mal so klein. Ne? Und die greifen hier an. Stimmt, die sind doch gerade im Krieg. Ja. Ja. Bitte sehr. Eigentlich habe ich es ja ganz gut. Oh, was ist hier denn passiert? Das Wieso? Ist ja zwischen den Menschen, oder? Das habe ich, darauf habe ich noch gar nicht geachtet vorhin. Ja, da wollten sie offenbar nicht siedeln, zu Recht. Ja. Aber da kann ich ja von hier aus dann eigentlich ja auch hin, ne? Wenn ich ein... Ja, ich könnte ja eigentlich. Ich weiß nicht, Moment. Ja, doch, da dürfte deine Reichweite eigentlich reichen, ja. Kann man eigentlich einen Gasriesen terraformen oder so? Ja, wenn man einen Planeten im selben System hat, eine Kolonie, dann kann man einen künstlichen Planeten daraus dann machen. Okay. Aber das kommt noch ein bisschen später. Das Gute ist, wie gesagt, du hast jetzt Dimensionsportal. Mhm. Das könntest du jetzt eben dann auch mal benutzen, um noch mehr Technologien zu tauschen zum Beispiel. Weil das eben ein Fund ist, worauf die anderen dann immer fliegen, wenn man denn im richtigen Bildschirm landet. Achso, ja, jetzt siehst du auch schon die Sakra und die Clackens da unten rechts, die gibt es. Die sind bloß noch nicht in Reichweite. Das heißt, mit denen kannst du noch keinen Kontakt aufnehmen, aber durch deinen Anführer weißt du eben zumindest schon, dass es sie gibt. Okay. Der ist weit gereist. Ja, die Hisse haben wir vorhin ja schon in der Wahl gesehen. Mhm, genau, stimmt. Okay, dann schnacken wir doch jetzt nochmal mit denen hier. Und gucken mal. Ja, also zum Beispiel, was hast du jetzt genommen? Guck mal, Gefechtskapseln für den Fusionsstrahl. Das finde ich okay. Kapseln ist allerdings teurer, also, ja. Ja, ich würde sie nicht wissen lassen, wenn sie es nicht wissen, weil mehr Platz auf dem Schiff ist ein richtiges Plus. Okay. Deswegen, ja gut. Da wollen sie Tritanpanzerung haben. Boah. Aber so komme ich an diese Zellen. Ja, ist und hast mehr Reichweite. Ja. Ach komm, ich mach's jetzt einfach mal. Die sind doch eh bald tot. Nee, die lässt du doch leben bis zum Schluss. Aber von mir aus sind sie bald tot. Also. Ja. So, was könnt ihr Schönes? Gott. Ist das ein Witz? Ich finde die auch alle gar nicht so interessant, diese Technologien hier. Ich bin aber auch nicht ganz sicher mehr, was zum Beispiel intelligentes Leitsystem ist. Nee, ich kümmere mich mal. Ich bin sauer. Könntest du den Zylons zum Beispiel noch vorschlagen, einen Handelsvertrag mal zu machen oder so? Ja, das stimmt, das werde ich gleich nochmal versuchen. Boah, ich bin am Anfang, als ich das Spiel wirklich ganz neu mal gespielt habe, bin ich sowas von auf den Diplomatie-Aspekt da abgeflogen. Gab es so in der Form bis dahin eigentlich nicht so richtig in Spielen. Also bei Civilization war es irgendwie noch nicht so ganz so weit. Ja, fand ich echt geil. Oh, die sind echt immer noch gut dabei hier. Ja, es gibt auch immer noch eine nächste Seite. Ja. Boah. Truppenkapsel? Nee, das war nicht so geil. Ach, das war das ja. Neuroscanner. Aber, wenn jemand eine andere Meinung hat, gerne in den Kommentaren hinterlassen. Und nicht vergessen auch liken und subscriben. Wohnanreichung ist ja eigentlich geil. Plus eins pro Farmer. Oh ja, das ist ziemlich geil. Und aber gegen Terraformung. Weißt du was? Die werden früher oder später sowieso alles entwickeln. Einfach machen?
Ich würde sagen, da überwiegt jetzt gerade dein Plus, weil die entwickeln alles. Ja. Und also insofern, das war auch das Einzige, was ihnen offenbar gerade noch gefehlt hat. Gucken wir mal, was uns jetzt die Menschen noch. Mit denen hatten wir schon beide Verträge, ne? Mhm. Ja, es ist ja echt ein Witz hier. Das Leitsystem. Ah, die können. Das ist ja aber so im Fall, wenn ich ein anderes Schiff schon zerstört habe, dann greifen die das nächste automatisch irgendwie an. Ach so, ja. Da finde ich irgendwie Flugabwehrraketen spannender. Ich gucke nochmal kurz nach, was die mir gegen Klonzentrum. Nö. Das gibt's doch wohl nicht. Ja, da haben wir die ja alle durch. Ja. Dann beenden wir die Folge jetzt aber auch. Ah ja. Und in der nächsten Folge werden wir vielleicht dann auf Schwebebahn uns noch Schwebebahn 2 sichern und dann so langsam vielleicht uns hier den Wich Planeten holen mit dem kleinen Verstrahlten. Arm. Niedrig G, wir sind hoch G. Ganz im Ernst, da gehe ich ja lieber noch nach Bier. Ja, wir überlegen uns das noch. Ja, wir gehen nach Bier und werden von da aus dann Sol. Die haben Sol und Zahl uns dann holen. Naja, danke fürs Zugucken. Bis nächstes Mal. Bon, nee, Bon Voyage. Au revoir.